Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde. Wir machen heute einen kleinen Ausflug auf die Insel Fehmarn. Gehört ja offiziell noch zur Ostsee. Aber auf Seite des Westens in Schleswig-Holstein. Da war ich auch schon mal gewesen und wie gesagt, da fliegen wir heute hin. Wir fliegen über oder neben der A1, die Richtung Fehmarn führt. Wir sehen, da drüben ist die wunderschöne Insel. Wir haben nicht so eine hohe Flughöhe aktuell, aber da drüben, beziehungsweise hier auf der Karte, da sehen wir Fehmarn. Oh je, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Nicht, dass wir hier nur abstürzen. Und hier endet praktisch die Autobahn. Dann geht es weiter auf der Bundesstraße. Auch eine wunderschöne Insel, kann ich auch nur empfehlen. Und hier drüben müsste, oh je, wenn das, wenn ich mich nicht täusche, müsste das noch zu Dänemark gehören. Auch, denke ich mal, eine Reise wert war ich jetzt noch nicht gewesen. Ich bin ja gespannt. Und zwar ist an der Spitze, da befindet sich Spitze der Insel sozusagen eine Fähre, wo es dann rüber geht. Und da bin ich gespannt, ob wir vielleicht Schiffe sehen. Bisher hatten wir ja noch nicht das Glück gehabt, oder ich noch nicht, ein Schiff zu sehen. Ich bin ja ein bisschen entlang der Ostsee geflogen. Richtung Rügen und da habe ich irgendwie keins gesehen. Oh, was auch ein bisschen täuschen kann. Aber was mich so ein bisschen wundert, obwohl, nee, ich denke mal alles okay. Ich wundere mich, warum wir so stark sinken, aber es sollte eigentlich passen. Dafür, man hat auch einen kleinen Flugplatz, aber eher für kleine Flugzeuge. Das ist so bloß so eine Graspiste. Da wollen wir natürlich nicht starten und landen. Und mal sehen, ob, wie gesagt, ob wir mal rüberfliegen zur anderen Seite sozusagen. Aber ich denke mal, die Zeit sollte drin sein. Versuche hoch und nicht ganz so hoch zu fliegen. Wie gesagt, wer noch nicht da war, auf jeden Fall eine Reise wert. Und hier sehen wir praktisch die Brücke. Wenn ich mich nicht täusche, wollten sie auch mal einen Tunnel bauen, weil die Brücke nicht mehr die allerbeste ist. Aber wir sehen auch gar nicht, wie da der Stand ist. So, die Karte können wir klein machen. Ich kenne mich ja hier so ein bisschen aus. Da drüben hatte ich, müsste es sein, auch mal übernachtet. Also ich war zweimal auf der Insel bisher. So, wieder ein bisschen tiefer fliegen. Ja, wo es dann immer ein bisschen Stau gibt, ist Burg auf Fehmarn. Da hatte ich dann übernachtet. Das ist so sozusagen die einzige das heißt Großstadt, müsste denn hier vorne sein. Also die einzige, kann man sagen, Stadt oder wo man ein bisschen was erleben kann. Hat so ein kleines Kino, ist auch ganz schnieke dort, war ich auch schon mal drinnen gewesen. Jetzt hatte ich da geguckt, einen Horrorfilm, ich komme jetzt bloß nicht auf Annabelle oder wie der Film auch heißt. Dieser Puppe. Ein bisschen mehr Schub. Wir wollen ja hier nicht landen. Ja, fliegen wir jetzt so ein bisschen entlang, wie wir mit einem Auto fahren würden.
Ja, ihr könnt immer noch Vorschläge machen, das sage ich jetzt eigentlich schon zum x-ten Mal, aber ist ja auch egal. Ihr könnt auch gerne Vorschläge machen, wo ich lang fliegen soll. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, wenn ich. Oder wenn ich selbst starte. Also mitten auf der Karte starte, dann kommen wir nicht ganz so hoch. Wer weiß, egal, hier sehen wir es. Hier ist praktisch Burg auf Fehmarn. Mit so einem kleinen Quad. Ich glaube, Quad ist hier oder. Ja, hier kann man auf jeden Fall ein bisschen was erleben. Hier sind so ein paar Einkaufsmöglichkeiten. Also auch ein bisschen Industrie. Hier geht's dann Richtung Altstadt, auch sehr schön. Kann man schön essen. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Hier müsste das sein. Und ich hatte dann einmal hier in dem Areal ungefähr mal übernachtet. Oder hier, nee, hier, Entschuldigung, hier ist diese Pferdekoppel. Und hier, das Haus müsste es sein. Und dann nochmal woanders, war eigentlich auch cool da, direkt am Meer. Das ist dann praktisch hier. Stückchen nach hier fliegen. Ja, zwar nicht die größte Wohnung war es, das war ja so eine Art Ferienwohnung, aber war in Ordnung. Ich sag mal, man ist ja nur zum Schlafen eigentlich da. Das müsste der Block sein, da der erste eins von Ben. Ne, also nur ein Katzensprung vom Meer entfernt. Hier sehen wir wunderschöne Ostsee. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. So, dann können wir eigentlich wieder drehen. Hier stehen so ein paar Hotels. Jetzt dürfen wir ihn hier nicht abstürzen. Okay, nee, passt. Ja, mit dem Fahrrad kann man hier auch so schön lang fahren. Als ich das erste Mal da war, hatte ich das auch gemacht. War im Oktober rum. Oh, Mensch, nein. Uiuiui, das wäre jetzt fast in die Hose gegangen, aber alles gut. Boote kann man sich hier auch ausleihen. Ich glaube, das Gebäude von der Höhe passt hier nicht so ganz, aber nicht so tragisch. Also ja, kann ich wie gesagt nur jedem empfehlen, aber richtig Boote sind das hier auch nicht, das sind auch bloß Bilder. So wie es aussieht. Und jetzt fahren wir praktisch Richtung Fähre. Können wir nochmal hier über Burg auf Fehmarn fahren. Fahren, fliegen. Wie gesagt, hier wunderschöne Altstadt mit Einkaufsmöglichkeiten. Wie gesagt, schön essen gehen, schön Fisch. Ja, schmeckt wunderbar, ist auch vom Preis her völlig in Ordnung. Kino, ja. Ist cool. Ah, okay. Nee, oder? Hätte man auch hier lang fahren können. Weil ich kenne bloß diese eine Straße hier und dann staut sich das praktisch. Wie gesagt, hier kann man einkaufen und hier staut sich das dann immer so ein bisschen alles. Und deswegen dachte ich, hier ist noch eine Möglichkeit lang zu fahren. Aber ich glaube, hier geht es dann nicht mehr weiter. Ja, und da drüben ist praktisch die Fähre.
wo es dann rüber geht. Gucken wir mal. Also da ist auch so ein Duty-Free-Shop, glaube ich. Also über 3 Etagen nur Alkohol auf so einem älteren Schiff ist es jetzt nicht. Rumpf, Schiffsrumpf oder wie man das auch immer nennt. Mal sehen, ob wir es sehen. Ob wir es erkennen können. Auf jeden Fall nur überwiegend Alkohol, weil drüben in Dänemark, Schweden, viele kamen auch aus Schweden, da ist ja der Alkohol relativ teuer im Gegensatz zu Deutschland. Dann kommen sie praktisch alle hier rüber. Also ich denke mal, dass es ein Duty-Free-Shop ist. Ansonsten macht es ja keinen Sinn. Und ja, da haben sie ordentlich eingepackt. Das hier passt auch nicht so ganz. Gebäude. Nee, das passt auf keinen Fall. Ja, Leuchttürme gibt es ja auch. Viele konnte man sie oben so ein bisschen angucken. Hatte ich damals auch mal gemacht. So ein bisschen und. Ich mag überlegen, wo war denn das jetzt? Der Shop, also hier sind praktisch die Fähren. Ein bisschen runterfliegen. Überleg gerade, wir sind hier, hier. Genau, hier ist eben mal ein Parkplatz. Ich glaube, hier war das, also das Gebäude passt hier nicht. Wirklich, ich würde meinen, das hier war's. Aber das erkennt. Es war doch auf dem Schiff. Ach, das hier war's. Entschuldigung, Leute. Wir fliegen gleich nochmal zurück. Vielleicht drehe nochmal die Kamera. Also das hier war's, man erkennt's bloß. Das hier ist eigentlich bloß so ein kleines Lager. Also das ist nicht so hoch, aber hier war das praktisch gewesen auf diesem Schiff. Obwohl, das reicht eigentlich, sieht man eigentlich alles. Und hier fahren, wie gesagt, die Fähren ab. Da kommen immer zwei. Und hier ist eigentlich auch so ein Bogen, wo man langlaufen kann, auf beiden Seiten. Und dann ist man den Schiffen richtig nah. Also hier nicht so gut abgebildet, muss ich euch sagen. Oder nicht nachgebildet. Schade. Müsst ihr mal auf Maps gucken. Da sieht man das ganz gut. Diese, ja, diesen Steg, den man da lang laufen kann. Und fahren dann die Schiffe, die Fähren, nicht die Schiffe, die Fähren ganz nah in ihnen vorbei. Ja, war schon lustig. Und dann immer in relativ. Also das Rausfahren, also ich sag jetzt mal Entladen und Beladen, das dauert natürlich schon seine Zeit. Aber wenn das eine abgefahren ist, kam dann kurze Zeit später schon das nächste und die Schlangen waren, glaube ich, auch zum Teil relativ lang. Das war zumindest gesehen hatten, weil ich mich da eben mal, glaube ich, verfahren hatte beim ersten Mal. So, dann gucken wir mal, was wir drüben so schönes sehen. So, und während, ich habe jetzt einen kleinen Cut gemacht, und während wir uns dem Festland wieder nähern, kann ich euch ja noch erzählen, also so weit konnte man leider nicht gucken, ich hatte auch mal eine Münze in so ein Fernglas darin gesteckt, man kann leider nicht bis rüber gucken. Ich weiß nicht, ob man von hier das andere Fest. Doch, von hier sieht man es. Das Fehmarn. Aber rüber gucken konnte man leider nicht. Aber hier sehen wir gegenüberliegende Seite sozusagen.
Ja, Dänemark. Wie gesagt, bin ich fest der Meinung, dass es noch dazugehört. Haribo. Das daran klingt wie Haribo. Mal hier noch ein Stückchen rüber. Also ich glaube, dass hier irgendwas anders eingestellt ist. Ich habe keinen festen Flughafen genommen, sondern bin eigentlich aus der Luft gestartet und ich glaube, der hat hier irgendwas anderes eingestellt. Ist doch hier die andere Seite, oder? Sieht hier irgendwie so komisch aus. Ah doch, da drüben, würde ich meinen. Ja. Brauchen mehr Speed. Hier, genau. Ja, also haben wir einen kleinen Auslandsausflug gemacht. Das ist ja wie gesagt auch noch geplant. Andere Länder, China, Japan und was es nicht alles gibt. Ne, Afrika. Es sind auf jeden Fall noch einige Videos geplant. Das nächste Video kann ich euch ja verraten, geht's auf zur Nordsee. Wollen wir ja mal gucken wegen Ebbe und Flut, ob wir da was sehen, ob das animiert wird. Schiffe, wie gesagt, sehen wir leider nicht oder eine Fähre. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleiner Ausflug auf die Insel Fehmarn. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, mal hinzufahren, wer noch nicht da war. Oder wer schon mal da war, will wieder hin. Ja, ich hätte auf jeden Fall Lust. Ja, ansonsten gerne Like und Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns mit der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, es geht dann auf zur Ostsee, zur Nordsee. Also Leute, bis dahin. Ciao.